Willkommen zurück. Willkommen. Wir haben mal wieder unsere Taschen ausgeleert. Füllen uns unsere Taschen jetzt ein klein wenig, da wir ja die Tierfarm bauen wollen. Oh, Pflastersteine nehme ich mal ein bisschen mit und ein bisschen Holz. Müsste eigentlich auch schon reichen anfangs. Jetzt brauchen wir... Ah, genau. Noch Tierfarm, genau. Hast du alles zum... Ich habe alles. Ich würde sagen, die Holzhütte bleibt erstmal noch stehen, weil noch ein bisschen was fehlt. Okay, gut. Anderes Lied am besten, so. Ja, der Bauernhof müssen wir noch. Der Bauernhof ist doch eigentlich Tierfarm. Nee, ich würde sagen, wir trennen das. Bauernhof sind dann nur diese ganzen Pflanzsachen. Und dann haben wir noch ein extra Gebäude für die Tierfarm, weil wir bauen ein Dorf, da brauchen wir viele Gebäude. Und ich finde das so besser, als dann 10.000 Wohngebäude zu bauen. Ja. Okay, komm, wir suchen uns einen Ort. Hatten wir nicht irgendwie noch ein System hier hinter, dass hier vorne die momentan hinkommen? Hier hinten welche, die wir noch nicht angefangen haben, aber die wir in Planung hatten? Ja, aber hier ist ja kein Platz mehr, deshalb hier. Ach. Passt schon. Erinnere mich eh nicht mehr an das System. Weil es ist System erfunden und so, aber... Hier steht eine Kiste. Warum steht hier eine Kiste? Hero Bright wollte uns verschenken und hat die Füllung vergessen. Och man. Das ist jetzt ganz suspekt. Kiste weg. Okay, wo würdest du sagen, weil wir hier schon alles, also wir haben da, Da. Guck mal. Was? Was denn? Ja, guck mal, was hier nicht ist. Die Schmiede ist. Genau. Weg. Aber da hinten ist was. Hä? Ich sehe nichts. Ich sehe uns anders. Ah, da. Hä? Im Wald. Ja. What the. Okay. Ja, jetzt bewege ich meinen Kopf, um so rechts um die Ecke zu gucken. Gucken, was da hinten ist. What the. Hä? Ist hier los? Kiste? Erst eine Kiste, dann auf einmal die Schmiede weg. Und ein Haus? Haus? Okay, ein Haus. Ein Haus. Ziemlich verwachsen aus, ziemlich verlassen. Als ob das schon lange hier steht. Aber hier war doch nichts. Hier war noch nie was. Da sind Dorfbewohner. Hallo? Aha. Reingucken. Ey, der will 13 Smaragde und dann gibt er mir ein Diamantschwert. Aber es lohnt sich nicht. Ich geb dir ein Diamantschwert, du gibst mir 13 Smaragde, okay? Ey, was ist das? Ich versteh's nicht. Und wo ist die Schmiede hin? Aber die haben wir eigentlich schon gebaut. Ja. Wurde die ersetzt oder was? Und hier hinten hingesetzt. Wow. Oh mein Gott. Der Dachboden ist deins. Mal gucken hier raus. Na! Hier ist natürlich Spinnenweben direkt vor. Ja, hier ist nur so eine kleine Terrasse, würde ich sagen. Und sonst nichts. Aber wenn ich mal auf die Minimap gucke, ich würde sagen, wir befreien das Haus von seinem ganzen Crap, was es hier hat. Bin schon dabei. Befreien hier noch ein Stückchen von dem Wald und machen hier was das Bauernhaus. Hier wird sich das vom Platz her auch richtig anbieten, hier die ganzen Felder hinzumachen. Ja, also Fall. Bauernhaus abgehakt oder was? Aber Schmiede weg. Ja. Nee, die wollen wir uns zurück. Es ist mir egal, was einfach. Wir beten. Vielleicht kommt die ja zurück. Ist mir egal, was Hero Brian mit uns vorhat. Wir holen sie zurück. Von den Toten holen wir sie wieder. Okay, das heißt, als nächstes wird auch ein kleiner Schrein, eine kleine Kapelle anstehen. Wir müssen Hero Brian danken, dass er uns das Bauernhaus erlassen hat. Sag ich mal. Ja. Aber wo soll. Ich würde sagen, der Schrein kommt dann. Willst du den draußen bauen oder eher unterirdisch? Ja, selbst wenn wir ihn unterirdisch bauen, müssen wir draußen auch was bauen. Also bauen wir den Schrein draußen. Genau. Ein wenig abgelegener, würde ich sagen, aber trotzdem halt doch passend zum Dorf. Ja.
Na toll, jetzt habe ich keine Erde bei, um an der Wand hochzuklettern, um oben die Sachen wegzumachen. Was? Ich bin doch schon oben da. Nein, hier oben. An der Seite oben. So, kann ich doch machen. Okay. Wenn ich schon oben da bin. Zack, zack, zack. Ach komm. Ach nee, komm. Also um Fäden brauchen wir uns nicht mehr zu sorgen. Also auch anfangs erstmal nicht um Wolle. Ein Viertel von dem, was wir an Fäden haben, können wir dann zu Wolle machen. Viertel alles. Wozu brauchen wir Fäden? Ja, alle Fäden, dann ist das aber ein Viertel der Fäden, die wir dann Wolle haben. So. Fäden braucht man für Angeln und für Bögen. Und brauchen wir beides nicht. Ja, und Stolper. Das vielleicht. Ja, aber ich meine, dann ist es kein Problem, sich Fäden zu holen. Schön ins Hintergrundbild. Also mir gefällt das Haus. Ja. Auf jeden Fall. Hier du bei was Schönes gemacht. Weiß, welchem armen Bauern der das Haus geklaut hat. Dem Bauern, der da rausgerannt ist. Jetzt ist es einer unserer Dorfbewohner. Der erste. Der Dorfbewohner ist einer unserer Dorfbewohner. Hey. Das ist aber der erste. Yep. Der erste, der rumlaufen kann. Die anderen drei liegen noch in der Kiste. Ah, geht einfach viel schneller. Nein, Fackel abgehauen. Du musst direkt immer wieder alles kaputt. Hallo, Tür. Ich will die Tür nicht abhauen. Also ich gehe oben schlafen. Ich habe, glaube ich, ein Bett gesehen da oben. Ja, da war eins. Ja, genau. Habe ich gut geguckt. Machst du oben weiter? Ja, also. Aber erst gehe ich pennen. Gute Nacht. BB. Oh nein, Regen. Oh mein Gott, der Regen hat aufgehört. Oh mein Gott. Danke dir, Brian. Danke dir. Also ich glaube... Das kann jetzt mal dauern, bis ich so weit bin. Bla 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 bla. Bla bla. Hallo. Bla 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 bla. Yeah. Bla 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 bla. Nein, bla bla. Bla 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 bla. Hast du es bald? Ja, eigentlich schon. Jetzt packt das gerade ein bisschen. Hier, Brian hat einen hiervon verdient. Dankeschön. Applaus. Ja. Hallo, ich hab gedacht, du machst oben weiter. Warum machst du ja? Ja, ach. Hab dich nicht gesehen, und weil hier immer noch so viel ist. Ja, erstmal die ganzen Vines, die ja schon so runtergewachsen sind. Ey, wer weiß, wie lange das schon hier steht. Warum ist das vorher nicht aufgefallen? Keine Ahnung. Es war ja auch auf einmal da. Und unsere Schmiede auf einmal weg. Das verstehe ich nicht. Also ich glaube mal, wir müssten ziemlich stark beten und dann wird sie vielleicht neu gemacht. Ich glaube, sie wird nicht so sein, wie sie damals war. Vielleicht auch zu verlassen. Auch wieder frei buddeln. Zap. So. Ah. Da ist noch einer. Okay. Kämpft mir schon hier um die Arbeit. Okay, sieht doch schon ganz nice aus. Hier ist sogar eine kleine Küchenecke. Ach, kann man doch alles besser ausbauen. Auf jeden Fall. Hier, Brian. Hier warst du aber schlampig. Hier warst du schlampig, hier, Brian. Gut, dass ich eine Kiste mit dabei habe. Passt direkt, nämlich. Ja, alles befreit. Ja, ne? Nice. Wir haben ein Bauernhaus. Yep. Okay, was? Da nur Wines. Wines? Ja, hier auch noch. Ah, nee, hier hast du weggemacht, gut. Ja. Nice. Was hast du jetzt vor? Ah, da sind wir weg. Da ist nicht... Also, jetzt ändert sich ja ein wenig das. Wollen wir als nächstes Projekt dann die Felder machen? Oder dann trotzdem die Tierfarm? Felder. Okay.
2. Gucken wir gerade mal, ob hier alles okay ist. Ja. Zap, 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 zap. Nein, du kriegst keine 13 Smaragde, immer noch nicht. Nein, auch wenn du da so dumm rumhüpfst. So wäre der Weg dann. Weg, Weg. Okay. Das heißt, hier drin kommen dann die Felder. Links, rechts. Ich würde sagen, wir machen eins links, eins rechts, ne? Mhm. Und eine Seite wird dann entweder Kartoffeln und Karotten und eine Weizen. Oder eine wird Kartoffeln und die andere dann Weizen und Karotten. Weil ich würde sagen, einmal Weizen braucht man mehr, deswegen wird sich da ein größeres Feld lohnen. Aber andersrum wird sich Kartoffeln ein größeres Feld lohnen, weil wir die auch mehr benutzen. Warum nicht vorne einfach noch? Also vorne zwei Felder Kartoffel, hinten. Also vorm Haus, weißt du? So. Ja, da wird sich doch Kürbis und Melonen anbieten. Aber Kartoffeln, Karotten und Felder, Felder. Und Weizen kommt ja trotzdem hier hinten hin. Ja, gut, dann halt so. Warte mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Muss mir sagen, aber wie breit? So breit wie das Haus, vier, oder? 1, 2, 3, 4. Weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4. Nicht noch ein bisschen am Haus hinten neben entlang gehen lassen. Weiß ich nicht. Das habe ich vorgeschlagen. 4. Ja, sonst habe ich noch mehr abzuholzen. 4, 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen, so. Wird das hier auch passen? 1, 2, 4. Ja, wird perfekt passen. Und dann warte. Noch ein bisschen. 1, 2, 3, 4. Hier wäre der Zaun. Hier, wo die letzte Fackel steht, wäre der Zaun. 3, 4, ja. Da wäre der Zaun. Und jetzt gucke ich mal in die Länge. Wie weit? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier kommt dann die Fackel hin. 1, 2, boah. Zap. Nein, keine zwei Fackeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Und hier der Zaun. Passt von der Größe her? Guck mal hier hinten. Du siehst mich, glaube ich, noch. Nö. Ja, ich sehe dich auf dem Minimum. Na, da hin. Noch hier. Ja. Oh, nice. Ja. Das heißt, da drinnen wird alles erstmal gefällt. Wahrscheinlich wird später auch der Rest gefällt, sodass sich das noch ein bisschen ins Dorf implementiert. Aber erstmal funktional, damit wir hier bauen können. Ja. Nein, ich holze den Wald ab. Hey. Ich holze den Wald ab, du kannst begradigen. Zäune machen und Zäune begradigen. Begradigen, so viel Erde habe ich gar nicht. Nee, so viel Erde holen, wir haben fast zwei Kisten voll. Okay. Und Gravel und Cleanstone. Mist, nicht auf den Baum geschafft. Am besten auch wieder die Stoppuhr in den Vordergrund ziehen. Zap, genau. Oh, weil die Stoppuhr sagt, es ist ja gleich schon wieder vorbei. Und das sind wir vorbei. Dann würde ich sagen, für uns beide war es das für heute. Was das? Also für die Aufnahme. Nee, nicht jetzt die Folge, sondern für die Aufnahme. Und wir werden vielleicht noch an der Adventure Map uns ein wenig hinsetzen. Könnten wir machen. Das wäre eine gute Idee. Genau. Aber erst sammle ich meine Äpfel ein. Meine Äpfel. Genau. Nicht deine. Die Taschen voll machen? Doch, meine Äpfel. Nein. Doch, guck. Nein. Taschen voll machen, so. Ah, ich habe Cleanstone gebacken. Du kriegst eine Blume. Nein. Da ist Cleanstone. Hast du einen Ofen schon mit Cleanstone geleert? Ja. Deswegen ist er weg. Meine XP. Ja. Da schmeißen wir rein. Nein, das brauchen wir. 57 Fäden habe ich. Schon ein bisschen mehr.
So, das kommt erstmal rein. Den Shit nehmen wir mit. Shit mit. Bam und... Zäune, so. Zap, zap, bam. Das reicht erstmal. Den Rest machen wir uns dann in der nächsten Folge. Wiedersehen. Ja, erst renne ich noch hier aus dem Keller raus. Okay. Ziemlich unfreundlich. Jetzt werde ich mal die Folge da beenden, wo sie noch nie beendet wurde, glaube ich mal. Und zwar... Oh, hier oben muss noch ein Zaun hin, oben auf dem Kamin, ne? Sonst fällt man da rein. Mhm. Auf dem Balkon! Alles also, klar. Bis im nächsten Part. Ciao!